Welcome back to another German Food Review, and it's Stulle time. Here is a Stulle inside, and what is a Stulle? A Stulle is a slice of bread, basically, but this one here is cut in half and put together. So it's a Klappstulle, a sandwich, basically, from Adams. And is that actually a croissant here? Looks like it, right? No idea. Yeah, let's take a look at it. Okay, it's flipped. And here is the Klappstulle, as you can see. One, two. And yeah, it's the curry version. And it's also vegan, that's interesting. And the, okay, let's get rid of this. It's also vegan. Klappstulle curry vegan. Mm-hmm. 2.40 €. Okay, here's the location. Adams. Okay. Yeah. Also, coffee, of course, right? Iced Americano. This time it's a venti with 4 shots, so 300 milligrams of caffeine. And I said Christoph, but he asked me, is Chris okay? Of course it is okay. Without water, just ice, as you can hear. That's properly iced. Okay, and here's the price, 3.65 €. Okay, it's very close to this location here, but just a few meters. Here's a straw, and ooh, what's wrong with the straw? Oh, come on. It's a hard task to unwrap a straw. What? Yeah. No, damaged. Okay. Oh. Okay, it's in. And let's do a thumbnail, and then it's eating time. Wrong here. Okay. It's in the middle. Okay, and that will be the thumbnail. And first of all, a sip of coffee, right? Post. Oh, super cold and strong. Actually, it's too strong. Yeah, 3 shots are better than 4. It's very strong. But okay, here's the Stulle or the bread. And it looks like there's just a curry paste or something like that on it and vegetables. Nicely wrapped. Mm. Oh, with a sticker. Okay. Vegetables. Oh, there are a lot of vegetables on it. Yeah, that's... Is that possible? Oh, that's not really good. Okay, you shouldn't unwrap it. Okay, it's those are just vegetables and a curry paste, I think. Okay, maybe that's a little too boring. Okay. Anyway, let's try it, right? Right here. Uh-oh. Mm. Now the thing is stuffed. Really hard to eat. Mmm. It's a spicy sweet curry paste or spread. That's good. But as you can see, it's really hard to eat. Mmm. Okay. What is that? No idea. Leave a comment. Here we go. Tomato, pepper, I think. Please focus. Here we go. I think I have to wrap it again. Otherwise, I can't eat it. Okay, it's not as pretty, but. Right here. Yeah, sweet curry, it's okay, but it's not super exciting. It tastes quite good, and the bread is really good. The bread is quite nice, but yeah, horrible eating experience here. Here we go. Mmm.
The bread is really tasty. And the paste is also quite tasty. But there are too many different vegetables on it. Now, oh, yellow. And it's very difficult to eat. Right here. But the flavor is nice. I like the curry flavor. Really intense. Would you buy something like this? Please leave a comment. There's also a salami version, I think. Gouda and more tomato. Prost. Oh, that's too strong. I have to add a little water, I'm sorry. Okay, one more zip and then to make a little room, right? Prost. Where's the water? Lot of ice, that's good. Yeah, 4 shots. It's a little too high. 3 is better. Anyway, let's get a little bit of this curry flavor. Here we go. Yeah, it's definitely quite tasty. I like the curry, but I would change the vegetables somehow. Maybe pickle or so. Pickle and onion. One more bite. But it's okay. Not bad. $2.40. Same price as the others, I think. Anyway, yeah. Okay, I have to try the bread again for the final rating. This crust, yeah, here we go. The bread is nice. The curry paste is nice, or spread. But I don't like the vegetable mix. So, yeah, thumbs up. Okay, and coffee, a little too strong. Prost. No, it's better. And super cold. Ah. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt eine Stulle. Und zwar von Adams. Oder Adams. Ist das hier ein Croissant? Sag mal Bescheid. Sieht genauso aus. Okay, frischer schmeckt. Alles klar. Gibt es einmal in Berlin und einmal irgendwo in der Nähe vom Saarland oder so, oder im Saarland, keine Ahnung, irgendwo da unten. Aber ja, so 2 Mal in Deutschland, nicht so wirklich oft. Egal, es gibt eine Klappstulle Curry und ja, die ist sogar vegan. Stand da aber gar nicht dran. Steht nur auf dem Kassenbon, sehr komisch. Aber okay, ja, ich mag Curry, aber ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Da stand nur Curry, alles klar. Ich meine, da muss ja irgendwas anderes als Curry drauf sein. Kostet 2,40 Euro und hier ist die Location, Friedrichstraße, kann man nicht verpassen. Alles klar, 2,40 Euro und es gibt noch andere Versionen mit Salami, Gouda, Tomate, bestimmt noch mehr. Ich glaube, es gibt 7 Versionen oder so. Kosten alle gleich. Dazu gibt es noch einen Kaffee und zwar diesmal einen Venti, Iced Americano Venti. So 4 Shots, 300 Milligramm Koffein und extra Eis, habe schon ein bisschen Wasser reingemacht. Und am Anfang war mir es ein bisschen stark. Prost. Super kalt. Und jetzt schmeckt sogar besser. Ja, 3 Shots sind besser auf jeden Fall. 4 ist einer zu viel. Okay. Ja, ich habe das hier probiert auszupacken. Dann habe ich aber schnell wieder eingepackt, denn es fällt auseinander. Ist nicht so leicht zu essen. Deshalb würde man es hier wahrscheinlich drin lassen. Und ja, fangen wir erstmal mit dem Brot an. Das Brot hier sieht auf jeden Fall gut aus und Vegan. Schmeckt lecker. Ein leckeres Standardbrot so. Schönes Brotaroma. Ja. Dann die Curry. Ja, was ist das? Der Curry-Aufstrich hier.
Der schmeckt auch ganz lecker. Der ist richtig würzig und schmeckt extrem nach Curry. Und aber auch ein bisschen süßlich. Das gefällt mir auch gut. Werde ich mal abbeißen. Ricky, hä? Oh Mann. Süßlicher Curry. Das schmeckt ganz gut. Aber ja, der Salatmix, jetzt ist hier gar nicht mehr so viel Salat drauf, der gefällt mir nicht so. Da ist irgendwie alles Mögliche drauf. Das ist jetzt alles weg. Irgendwelche Salatsorten. Eine Tomate war drauf. Oh, jetzt wird es sogar ein bisschen scharf. Ja, ich würde irgendwas anderes drauf machen. Zwiebeln und Gurke oder so. Würde besser zu dem scharfen, würzigen Curry passen. Ja. Ist jetzt nicht so super aufregend. Aber wenn man es kauft, muss man nicht wegschmeißen. Aber auf jeden Fall ist es sehr hart zu essen. Nehme ich auch. Schmeckt aber ganz gut. Die Currypaste. Was ist denn hier noch? Was ist das Schnittlauch? Bestimmt. Ja. Alles Mögliche. Also ist auf jeden Fall ein zu bunter Mix, würde ich sagen. Here we go. Aber das Brot ist trotzdem super lecker. Prost. €2,40 ist zu teuer dafür, oder nicht? Ja, irgendwie würde ich da was anderes doch drauf machen. Okay, soll wahrscheinlich vegan sein, aber... ich weiß nicht. Oh, ist das hier so eine, ist das eine Zwiebel? Nee. Salat. Ja. Gurke oder so. Ja, sowas würde ich noch drauf machen. Aber okay, wir werden mal aufessen, Mimiko. Direkt daneben quasi. Ja, das Ding, ja, bekommt so ein, ja, es schmeckt, kann man helfen auf jeden Fall, wenn man Veganer ist und so eine Stulle haben möchte. Okay, aber ja, gegen einen Gouda oder Salami hat das natürlich keine Chance, aber das Curry schmeckt trotzdem sehr lecker, das Brot auch, nur der Salatmix, der gefällt mir nicht so wirklich, zu bunt, Prost. Der Kaffee bekommt auch einen Daumen nach oben und der hat Chris drauf geschrieben, wo ich Christoph gesagt habe. Er hat gefragt, ob Chris okay ist. Hm, okay. Ohne Wasser, Americano. Plus, plus Eis. Alles klar. Daumen nach oben und das hier bekommt so einen Grazer Daumen nach oben. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht oder so. Gibt schlechtere Produkte. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.